wenn Jesus in die Welt kommt und ein Teil der Schöpfung ist, dann hat er aber Macht über die Schöpfung. Er, der die Welt geschaffen hatte, weiß, mit der Schöpfung umzugehen. Das war damals so, als er in der Welt war, und das ist heute so. Jesus verfügte über das Wetter, er konnte den Sturm stillen, er vermochte also zu bestimmen, wie das Wetter sich zu verhalten hatte. Jesus hatte Macht über Krankheit und über Tod selbst. Auch heute ist Jesus der Große und Mächtige, und er ist derselbe geblieben, sagt der Hebräerschreiber. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe. Er hat sich nicht geändert mit der Kreuzigung und mit der Auferstehung und der Himmelfahrt. Paulus sagt, der vom Himmel kam auf diese Erde, das ist der gen Himmel fuhr. Er ist heute derselbe. Allerdings tut er nicht immer dasselbe. Und das vergessen manche Leute. Er bleibt derselbe, aber er tut nicht immer dasselbe. Er handelt wie damals, wie in der Schöpfung und wie heute. Er handelt, wie er will. In Hebräer Kapitel 1 heißt es, dass er alle Dinge hält oder zusammenhält durch sein Wort. Es ist Jesus, der das Wetter bestimmt, auch heute noch. Und wenn es in diesem Sommer wochenlang nicht geregnet hat, weil Jesus gesprochen hatte. Und wie haben Sie sich dem gegenüber verhalten? Und wenn es schneit, dann kommt das von Jesus. Das ist nicht nur so automatisch so. Das Wetter schafft natürlich auch nicht der Meteorologe. Jesus schafft das Wetter. Es kommt nicht von selbst. Die Bibel sagt, obwohl die Welt dabei ist, auseinanderzugehen, hält Jesus sie zusammen. Und sie reißt auseinander oder bleibt zusammen, je nachdem Jesus sagt, so soll es jetzt sein. Und wenn in Bangladesch eine Flut auftreten soll, dann sagt Jesus, jetzt kommt eine Flut. Und wenn es keine Flut geben soll, dann sagt Jesus, hier hast du zu bleiben. Die Wasser laufen bis so weit und nicht weiter. So steht es in dem Psalmen, glaube ich, steht es geschrieben. Jesus bestimmt die jeweilige Lage dieser Welt, des ganzen Universums. Und so ist er einzigartig in dieser Schöpfung. Er ist auch einzigartig darin, dass er an der Schöpfung handelt und nicht wir. Es gibt heute solche, die sagen, wenn Gott in uns wohnt, dann können wir das Machtwort sprechen, so wie Gott es spricht. Ja, einige gehen so weit und sagen, wir sind Gott. Ein Pfingstprediger in Amerika sagt das. Es ist nicht nur so, dass Gott in uns wohnt. Wir sind Gott. Und da heißt es von Korea bis Amerika, wenn du nur ein Wort sprichst, dann hat das zu geschehen, weil du jetzt im Auftrag Gottes dieselbe Macht hast. Und das stimmt nicht. Ich verfüge nicht über diese Welt. Ich verfüge auch nicht über Berge, die sich zu versetzen haben. Und da kann ich Kopf stehen, da kann ich glauben, so stark ich will. Das wird nicht geschehen, es sei denn, der Herr der Berge es will. Ja, hat nicht Jesus gesagt, wenn du Glauben hättest? Wissen Sie, was Glauben ist? Wissen Sie, wovon Sie sprechen, wenn Sie von Glauben sprechen? Was ist Glauben? Glauben ist nicht so eine Sache, die man in sich gleichsam so aufpumpt. Und dann hat man sie und dann ist man stark in der Vorstellung. Das ist Vorstellungskraft, das kann Fantasie sein, das kann rein Gesponnenes sein. Aber Glaube nach der Heiligen Schrift ist Vertrauen auf zuverlässige Aussage, beziehungsweise Vertrauen in eine zuverlässige Person. Und wenn ich glauben will, dass ein Berg oder irgendeine Schwierigkeit sich versetzen soll, dann muss ich erst wissen, ob der Berg sich zu versetzen hat oder nicht.
Und da verfügt nicht Herbert Janssen über die Berge, auch nicht im Bergischen Land. Jesus verfügt über diese Berge. Und er hat sie hingestellt, wo er will. Auch in meinem Leben hat er sie dort hingestellt. Und wenn er will, dass ein Berg versetzt wird, dann kann er mir das deutlich machen, dann kann ich das glauben. Aber sonst kann ich das nicht glauben. Ich habe kein Recht dazu. Nicht ich verfüge über mein Leben, über meine Umstände. Jesus ist einzigartig in der Schöpfung, auch in meinem Leben. Ferner, Jesus ist einzigartig in der Schöpfung, in dem Sinne, dass er die Schöpfung mit hineinnimmt in seinen eigenen Tod. Wussten Sie das? Wussten Sie, dass die Schöpfung bereits ihr Urteil bekommen hat? Dass sie bereits das Todesurteil erhalten hat? Gott hat diese Welt aufgegeben. Nicht hier wird das Paradies stattfinden, sondern in einer anderen Welt. Diese Welt wird nicht erhalten bleiben, wie viel Glas und Papier wir auch sparen mögen. Jesus hat diese Welt mit in seinen Tod genommen. Und Paulus sagt in Galater 6, Vers 14, diese Welt ist mir gekreuzigt worden. Und das prägt nun seine Beziehung zur Welt. Deshalb kann er loslassen. Er kann sein Geld loslassen, abgeben. Er kann das Schiff loslassen, in dem er sich befindet, und steigt ins Wasser und erleidet Schiffbruch. Und dann hilft ihm der Herr, dass er wieder ans Land kommt. Er kann selbst sein Leben loslassen. Diese Schöpfung ist für ihn nicht das Letzte. Jesus ist für ihn einzigartig. An ihm hält er sich fest. Aber die Schöpfung hat er fahren lassen können. Und Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 7, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Vom Kreuz her betrachten wir die Schöpfung, unsere Umwelt.